Willkommen zurück zu Let's Play Adventure Time mit dufter Typ und euch in fremde Länder mit. Und ja, wir haben dem Eiskönig seine Krone wiedergebracht. Und jetzt geht es für uns wieder zurück ins Candy Kingdom, wo wir dann hoffentlich auch die Prinzessin abliefern. Ich würde hier ganz gerne noch einmal... Boah, hier gibt es so wenig Geld. Viel zu wenig Geld für meinen Geschmack. Aber ich dachte mir, vielleicht finden wir hier nochmal die ein oder andere Schatzkiste. Wenn das der Fall ist, dann wäre das natürlich mega spitzenmäßig. Aber dem ist leider nicht so. Das heißt, Königreich ist immer noch ein bisschen am Schmelzen. Ist aber nicht schlimm. Der König hat seine Krone wieder, der richtet das. In a fight, when you find that your body is through, what you need's a few drops of my healing goo. Schlechte Reime. So. Okay, bye, I'll catch you later. Come see me again, and to your need, Al-Qaeda. Das sind ja wundervolle Reime, die er hier liefert. Aber okay, wir wollen rüber ins wundervolle Candy Kingdom, um Prinzessin Bubblegum in ihrem Schloss abzuliefern, in der Hoffnung, dass sie dann endlich ihre Piratenkluft links liegen lässt. Ob das wirklich der Fall sein wird, werden wir noch sehen. Im Moment. Nee. Sachen geraten. Sehr schön. Es lohnt sich nämlich hier, den ganzen Kram einfach mal mitzunehmen. So. Ich bin mal gespannt, wohin uns unsere Reise noch führen wird. Einfach wieder alles mitnehmen. Auch wenn das nicht wirklich nicht viel Geld bringt. Aber vielleicht Gegenstände. Und das reicht uns manchmal schon. Denn tatsächlich ist es hier, was die Gegenstände angeht, ein bisschen mau. Also ich hätte schon gerne mehr Geld. Zum einen, zum anderen auch mehr Gegenstände, um meine Kameraden zu heilen. Aber es gibt hier irgendwie keine Möglichkeit, dass man sich irgendwie, ja, ausruht oder so, wie es in einem klassischen Rollenspiel der Fall wäre. Und da drüben ist ein Piratenschiff, das ist eine Sidequest. Ich muss mal kurz gucken, wie sehen die Lebenspunkte aus? Ja, komm, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich glaube fast, Prinzessin Bubblegum wird noch mitkommen. Kapert das Boot. So, mal gucken. Sind alle Stufe 4 bzw. Stufe 3. Das ist ja perfekt. Dann fangen wir mal mit euch an hier. Oh. Jetzt haut ihr hier aber kräftig rein, Jungs. Aber kennt ihr schon die wundervolle Axt der Marceline? Oh nein. Die hat doch ganz schön was abbekommen. Damit habe ich nicht gerechnet. Twister? Ja, Twister ist gut auf ihn hier. Wunderbar. Damit habe ich nicht gerechnet, dass Jake die hier jetzt so kaputt hauen wird. Oh, Jake ist im Enrage. Das ist gut. Aber das bringt so erstmal nichts. Das geht nämlich auf alle. Das soll er dann lieber bei einer frischen Runde Piraten loslassen. So. Sie darf hier wieder ihre Berserker-Axt auspacken. Ruhig auf die frischen Gegner. Dann haben nämlich Jake und Finn mehr Spaß zum Prügeln. Muhaha.
Platten mit Granaten. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Da wäre ich auch erschrocken, wenn die auf einmal anfangen, hier Granaten zu werfen. So, du gehst auf die, weil du unglaublich viel Schaden raushaust. Und Jake gibt den Gnadenstoß und damit gewinnen sie. Na, 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 na. Ja, viel Geld bringt das leider nicht. Aber das macht nichts. So, einfach hier wieder alles einsammeln. So, und dann müssen wir da lang. Ich würde hier immer noch ganz gerne diesen Kraken wiedersehen. Aber irgendwie ist der Kraken gerade ein bisschen schüchtern. Ups. Snack. So. Flop. Und wir sind wieder endlich im Candy Kingdom. Thanks for the lift, guys. Any idea where you're going next? I'm thinking maybe all this has something to do with the Fire Kingdom. I'm also thinking Flame King might have gotten tired of ruling chipmunks and decided to start melting stuff. Like you said, speculating. We should check it out. There's no way to get to the Fire Kingdom right now. There are huge steam geysers blocking the way. You'd never get around them. Bet BMO's navigation app could get us through. Hey, we should probably think about putting Find BMO on our agenda at some point. In the meantime, why don't you try to track down Fern? He's probably still somewhere in the Evil Forest. And maybe you can find out what's up with the pirates while you're at it. Sounds like a plan. P-Bubs, you want to come with? Nah, thanks. Things tend to get totally floobie wonkers if I'm away from the Candy Kingdom for too long during a crisis. But let me know what you find. And don't get captured by pirates. Das ist sehr gut. Ich bin ja sehr begeistert davon, wie gelassen unsere Freundin hier angeht. So, weil wir jetzt aber wissen, dass Marceline hier die Kisten aufmachen kann, wollen wir hier mal ganz kurz die Kisten öffnen. Jetzt wo Prinzessin Bubblegum wieder da ist, scheint hier auch wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt zu sein, außer bei den komischen Dudes. Ey. Ja, das waren ein bisschen zu viele Sachen gleichzeitig. Nee. Ich glaube nicht, dass wir hier jetzt irgendwelche Enrages brauchen bei denen. Das heben wir uns lieber für Gegner auf, die, wow, die ein bisschen stärker gebaut sind. So, Finn darf gleich mal seine Eisklinge rausholen. Was ist das denn? Fügt zwei Gegnern großen Eisschaden zu. Das gefällt mir. Dann mal bitte auf die beiden Dudes. Jawohl. Zwei mit einem Streich. Und, ja komm, Jake kriegt wieder... Jake schafft's nicht. Haha, verkackt. Dumm gelaufen, Jake. Dann macht Marceline hier jetzt ihren Move. That was hardcore. Yeah. So, sehr schön. Und wir können hier gleich nochmal ein bisschen shoppen gehen, würde ich sagen. Ich finde das auch sehr herrlich, wie hier das Geld in Marshmallows steckt. So, hallo ihr Freunde. Ich habe gehört, ihr braucht ein bisschen auf die Nase. Ich muss mal kurz gucken. 8 Punkte. Na dann wollen wir mit solchen Spielchen gar nicht anfangen. Da warten wir noch mal ein bisschen ab, wie viele zum Schluss wirklich noch überbleiben. Denn alle könnten jetzt ihren Enrage starten.
und die damit so richtig hart zerlegen. So, wunderbar. Genau so wollte ich das sehen. Röms. Und Marceline darf wieder ihren mega coolen Dance abziehen. Und kriegt sogar noch Stufe 5. So, öffne die Kiste für uns. Super Muffins. So, wir haben wieder ganz schön viele Punkte. Jetzt müssen wir mal schauen. Okay. Hier haben wir auch noch nicht so viel gemacht. Fangen wir erstmal mit Marceline an. Die ist gerade erst frisch Stufe 5 geworden. Boah, 225 kostet das mittlerweile schon. Dann lieber mal auf Genauigkeit. Weil ich glaube, es wird langsam wichtiger, auf Genauigkeit zu gehen, als auf die Attacken selber. So, wo haben wir noch eine Kiste? Da drüben haben wir noch eine Kiste. Aber in die Richtung haben wir auch noch eine. Hier oben. Vor allem diese Herzflakons und so weiter zu bekommen, ist unglaublich wichtig. Hier sind die ganze Zeit Ärsche in den in der Wand. So, wo haben wir jetzt die Kiste, die uns fehlt? Ah, hier haben wir noch was. So, und wo ist noch eine? Genau, auf der Insel hier. Ah, ich sehe sie. Komm mal ran hier. Öffne das Ding. Sweet. Gib mir Money. Jetzt frage ich mich, wie viel Geld wir haben. Boah, 234 nur. Ist ja nichts. Dann würde ich sagen, fahren wir mal weiter. Hallo. Und vielleicht müssen wir jetzt Beemo suchen. Das wäre super. Ich bin mal gespannt, was unser kleiner Spielecomputer denn so macht. Oh, wieder eine neue Sidequest? Ja, ein Kind haben wir, glaube ich, schon. Aber das reicht noch nicht. Wir brauchen mehr Kinder. So. Als nächstes müssen wir... Oh, wir müssen erstmal Fern suchen. Mal ein bisschen langsamer fahren, für den Fall, dass hier gleich... das Kraken kommen. Nee, kein Kraken. Auch keine Piraten. Eine richtig ruhige See hier. Bam. Feuer. Das war ein weiter Schuss. Was haben wir denn hier? Können wir hier irgendwas machen? Nee, hier können wir nichts machen. Schade. Aber okay, wir rudern hier einfach mal zurück. Oh, das sieht ja lecker aus. Moment. Achso, hier könnten wir auch stoppen. Die Pilzinsel. Aha. Okay. Achso, das ist der Cursor. Ich dachte gerade, was ist das denn? Können wir hier noch nicht an Land gehen? Sehr, sehr witzig. Na gut, dann halt eben hier noch nicht. Dann geht es wieder zurück. In den dunklen Wald. So, und B auf Dauer greifen.
Da ist sie. So, ich habe die jetzt einfach angegriffen und ich glaube, das ist auch alles, was man machen muss. Man muss die, wenn sie auftaucht, einfach nur angreifen. Na so, hier bringen die Kisten auch endlich wieder ein bisschen mehr Kohle. Darum gar nicht allzu lange warten. Gleich angreifen. Oh, das ist noch zu weit. Jetzt? Nee. Jetzt aber. Yay! Puff. Und da sind wir wieder zurück. Schon wieder in diesem hässlichen Wald. Weil, wieso auch immer. Yay. Oh. Okay. Da haben Piraten angelegt. Das ist natürlich nicht so gut. Bedeutet aber auch, dass wir hier noch ein bisschen mehr zu erkunden haben anscheinend. So. Aber hier waren wir doch schon mal, glaube ich. War das nicht hier, wo die... Ach ja, klar. Da hinten war die Sidequest mit dem Pfeffer. Oh, guck mal, da haben wir ja den Gunther. Oder Günther. Blub. Jetzt müssen wir mal gucken. 20 haben wir. Und ich finde es gar nicht so verkehrt, davon ruhig mehr dabei zu haben. Also von allen den Dingen. Hier. Also, Wiederbeleben. Das Problem hatten wir eigentlich noch nicht mit dem Wiederbeleben. Zeitheilung. So. Genau, wir können ja hier zumindest mal ein bisschen heilen. Da sind wir zumindest nicht ganz so krass unterwegs. Oh, das wollte ich nicht, aber das passt trotzdem ganz gut. Lass mal kurz schauen. Genau, ruhig erstmal auf die Genauigkeit gehen. Damit die Angriffe seltener daneben schlagen. 180 für Lebenspunkte, 225 für Lebenspunkte. Egal. Machen wir. Lieber jetzt als später. So, ah, hier müssen wir lang. Und da hinten sieht man schon, ist die Stelle, zu der wir wohl hin müssen. Stop right there! Get up, come on, man! PB said not to get captured by pirates. Look, they have BMO! Hey! LSP? Get out of here before- Quiet, landlubber! Finn! She's one of them! No, Jake. I'm like their leader. Pirate guys, don't stand around like lumpen idiots. Get them! Yo-ho-ho and stuff. Oh, nicht Prinzessin Beule. Whoops. Verdammt. Aber egal. Hey, stimmt. Wir haben hier... Alle haben hier mies, dick, Boni, die haben Stufe 5. Ich glaube, ich greife mal mit, ich fange bei denen an. Ja, genau sowas habe ich schon fast erwartet. So, auch sie ist schon im Enrage. Und kann jetzt mies Sachen machen. Jake darf ebenfalls seine Ulti einsetzen. Und erstmal alle hier überfahren. So, 5 Punkte haben wir. Ja komm, dann machen wir erstmal den hier. Ja, schade, der hat auf Parade gesetzt. Aber das macht nichts. Wir gehen erstmal auf ihn.
Jetzt haben wir die 8 Punkte, mit denen wir... Ach, dammit. Nee, dann bringt das nichts. Dann nehmen wir doch lieber den hier. Ja, komm, auf ihn. Da macht sich wer bereit. Für irgendwas. So. Klatscht mal lieber den... Den hässlichen Dude. Nee. Ach nee, Moment. Die sind effektiv, dann machen wir die doch. Haben wir die Eisklinge auf ihn hier. Mal gucken, ob das was bringt. Jawohl, Glück gehabt. Ah, der Typ macht sich jetzt auch bereit. Wie viele Lebenspunkte hat denn der noch? 364. Ja, nee, das wird passen. Genau, das wird nicht passen, bevor er angreifen kann. Und Knockout! Good guys one, dinguses zero. Und nochmal gut Geld bekommen. So. Wo ist denn jetzt die olle Prinzessin Beule? Die Beulenprinzessin, so hieß sie. Keine Ahnung, aber Beemo muss gerettet werden. Ganz vergessen. Beemo ist irgendwo hier oben. Dann müssen wir hier einmal durchlaufen. Ah, sehr gut. Hier sind aber nicht mehr die ganzen Gegner, wie beim letzten Mal, als wir hier waren. Die haben sich wegrationalisiert. Check it out. Da ist Beemo. We're coming, Beemo. Aber das sieht, das stinkt ja schon förmlich nach Falle, was da abgeht. Na gut. Die wollen hier auch noch... Hart auf die Glocke. Ich dachte, die sehen mich vielleicht, aber nö. Ich muss erstmal vor deren Nase hüpfen. So, das Coole bei denen ist, dass die Gegner weniger, weniger Schaden machen, je weniger Lebenspunkte die haben. Das finde ich eigentlich auch mal eine unglaublich interessante Art und Weise in diesem Spiel. So. Ach, sind sogar schon besiegt. Hey, da ist noch eine Kiste. Kisten sind immer gut. Marceline, it's your turn. Mach mal die Kiste auf hier. Alright. Wunderbärchen. Das ist gelb, das heißt, wir müssen wohl erstmal da lang. Ja, das sieht gut aus. Dann... Wollen wir nochmal schauen. Wir haben 1500 Punkte. Dann wollen wir doch erstmal wieder ein bisschen Kohle ausgeben, um nicht ganz unvorbereitet in die Kämpfe zu gehen. Und ab geht er. All aboard. Hoch mit uns. Whip. Ah, das ist ein Schalter. How does this thing work? Looks like this needs two people to work it. Hier warten. Ah, okay. Ich glaube, es wird nicht... Oh doch, das geht hier auch. Gut zu wissen. So, was müssen wir jetzt hier machen? Halte Y gedrückt zum Ziehen. Was passiert jetzt? Jetzt öffnet sich da oben irgendwas. Okay. Und da drüben war, glaube ich, auch noch so ein Teil. Ja. Mal gucken, was das liefert. Noch ein Schalter. Der hat die Kiste geöffnet. Oder das Gefängnis, in dem unser kleiner Freund Beemo eingekerkert ist, war, wie auch immer. Dann laufen wir jetzt mal hier entlang. Das sieht so aus, als ob wir in diese Richtung laufen können, sollten, tun. Irgendwas ist mit dem Ding hier noch. Ah, Moment. Das ist der dritte Schalter. Der muss in diese Richtung geschoben werden anscheinend. Damit alle drei Schalter gedrückt sind. So.
Und hier noch so eine Brücke runtergelassen wird anscheinend. All that trouble just to extend a bridge. What kind of dog has designed this place? Tja, das solltest du mal den Level-Designer fragen. Denn wir haben hier relativ wenig damit zu tun. Ah, hier werden wir Beemo brauchen, um diese Türen zu öffnen. Voll cool. That looks too complicated, Jake. We better get Beemo. Der hat doch gerade eben erst 800, dann 100. Sag mal, wie zählt denn das Ding? Ist ja voll Banane. So, Beemo! Mein kleiner Computer. You totally lame land losers will never take my prisoner alive. Oh, great. Now I'm all out of prisoners, and I'm gonna have to find more pirates. They don't just grow on trees and stuff. You guys ruin everything! For the record, we are not cool with this, LSP. Aw, man! Jake, Beemo's a pirate too! Huh? Oh no, I was just blending in. Walk the plank, make my timbers shiver. Arr, mighty! Beemo, while you were with the pirates, did you see Fern? No. They say that he went to the Fire Kingdom to look for his friend. The only other thing the pirates talked about was appeasing the lumping pirate queen. Oh, great. What does LSP want now? No. Lumpy Space Princess is not the pirate queen. She's the pirate princess. The pirate queen is the big mama varmint. That explains all the varmints we've seen. PB and I trapped those things in a mine, but the flood must have let them escape. That mother varmint is super dangerous. Bring her on! Me and Jake are ready. The pirate queen is not here either. The pirates say she's gone to seek revenge on the protector of the orange food. Bonnabelle, guys, that thing is on the way to the Candy Kingdom. We have to stop it. Come on, everybody. Let's get out of here. Aye, aye, sir. And save Bonnabelle. Yay! Beemo ist jetzt unser Held Nummer 4 in der Runde. Wir haben einen neuen Angreifer, ja? Das finde ich herrlich. Und ich glaube hier... Genau, brauchen wir Beemo. Beep, beep. Mach mal Sachen und öffne den Kram. Voll gut. Auch noch was. Der kleine Roboter. Ich mag den. Was auch immer hier noch ist. Aber komm, bevor wir hier anfangen, komische Spielchen zu treiben, einmal mit Marceline hier noch die, die Kiste aufgeschlagen. Bam! Rockin'. Und Geld geholt. Hier brauchen wir wieder Finn. Let's find some treasure. Und Karte aktualisiert. Wir haben jetzt gar nicht mehr so viele Schätze, die wir hier finden können. Den einen, den können wir, glaube ich, finden. How's it going? Hä? Was war das denn gerade? So, wie viel Geld haben wir? 2200. Sehr gut. Da wollen wir doch gleich mal pulvern, weil ich glaube, vor allem unser guter Beemo ist noch nicht ganz auf einer Höhe. Ja, Stufe 2, the fuck. So, schnell mal Lebenspunkte hochgezogen und den Schaden erhöht. Und was haben wir hier? Erhöht die Energie, die Beemo erlangen kann. 1000. Okay, damit haben wir schnell und viel Punkte weggedrückt. So, was hat er hier für Sonderfähigkeiten? Ist schon vollständig abgegradet. Sehr gut. Dann können wir die anderen auch nochmal eben schnell ein bisschen pumpen. So, Marceline. Wie sieht es denn bei den Jungs mit dem Angriff aus? Okay. Hier ist Finn schon vollständig. Jake hat noch ein bisschen was. Ja, komm, dann drücken wir alles in Jake. Und laufen hier den Weg weiter. So, zack. Und wieder Beemo. Mach die Tür auf, mein kleiner Roboterfreund. Bevor ich hier voreilig runterhüpfe, gucke ich lieber nochmal ein bisschen nach, ob wir nicht hier irgendwas übersehen könnten. Nein, anscheinend nicht. Dann hüpfen wir hier natürlich einfach runter und gut ist.
So, aber das heißt nicht, dass wir hier schon vollständig durch sind, denn hier oben ist noch eine Truhe, zu der wir, glaube ich, noch nicht so leicht hin konnten. Ja, dann müssen wir wieder einmal um das ganze Gebäude rumlaufen. Machen wir einfach. Egal. Die Zeit ist zwar schon für diese Folge rum, aber das heißt nicht, dass wir das nicht noch in diese Aufnahme quetschen können. Das war doch hier jetzt, ne? Ja, genau. Hier entlang. Schade. Man kommt mit Hüpfen nicht schneller voran. Ein Versuch wäre es wert gewesen. Aber bringt leider nichts. Schade. So, da hinten brauchen wir Jake. Ja, komm. Dann gleich mit dem Motorrad. Rum. Und hoch da. Up we go. So, ich wette nämlich, für diese eine Kiste braucht man nämlich ganz sicher Bimo. Ja, dachte ich mir doch. So, einmal Bimo. Öffnen wir die Tür. Und ja, eigentlich können wir ja schon auf Marceline wechseln. Wir sehen ja, dass wir da drüben... Ich finde das so herrlich, wenn Marceline angreift, dann hört die ganze Zeit, wie sie mit ihrer Axt-E-Gitarre Sachen öffnet. Total witzig. Hüpf. Aber ich glaube, Finn ist in solchen Sachen hier effektiver, weil er schneller ist an der Stelle. So. Dann wollen wir mal zurück zum Boot. Na komm, nehmen wir wieder Jake. Mit dem sind wir nämlich ein bisschen schneller unterwegs. Runter ihr. So, und an Bord. Yo, ho, ho und Buddel voll rum. Ah, das Piratenschiff scheint jetzt auch weg zu sein. Ja, Tatsache. Ist auch nicht verkehrt. Oh. Und ich sehe da drüben noch eine Kiste. Die wir tatsächlich noch nicht haben. Frage ist, wie kommt man da hin? Ach, egal. War nicht egal? Nee, nicht egal. Komm. Bonus für euch an dieser Stelle. So, da ist die Kiste. Aha. Es sind aber ganz schön viele Leute unterwegs. Aber die sind in Stufe 4. Oh, da ist einer mit einem Totenkopf zwischen. Damn it. Darauf habe ich ja gar nicht geachtet. Moment. Level 9. Ciao. Sorry, mit so einem Spaß habe ich nicht gerechnet. Weil sonst hätte ich natürlich hier... Natürlich weitergemacht, aber Stufe 9. The fuck? Weil die anderen waren ja nicht so schwer. Vielleicht hätten wir es doch geschafft. Kommt, wir versuchen es jetzt einfach. Es ist ja eh Bonus. Und wenn nicht, dann halt eben nicht. Warte mal, das sind ja drei mit einem Totenkopf drauf. Nope. Wir sind hier wieder weg. Ich dachte, das wäre nur einer gewesen mit einem Totenkopf. Ja, den hätten wir auf jeden Fall hinbekommen. Aber drei mit einem Totenkopf. Nie im Leben, meine Herren. Und das, obwohl hier drüben noch irgendwas ist.
So. In a fight, gucken wir uns when mal den Shop find an. Your body is through, what you need's a few drops of my... So, einmal die Lebenspunkte, würde ich sagen, aufwerten. Also, oder besser gesagt, wieder heilen. So, alle sind geheilt. Ja, perfekt. Das wollte ich gar nicht. Aber okay, passt schon. Genau, Bimo ist, glaube ich, voll. Genau, Marceline. Die kann noch... Und Jake auch. Wie sieht es mit Lebenspunkten aus? Okay. Fangen wir erstmal mit Marceline an. Und nochmal. Oh, das geht gar nicht mehr. Können wir bei Jake noch irgendwas kaufen? Blocken. Und nochmal blocken. Ah ne, das geht nicht. Das können wir machen. So. Fuck. Da werden die Gegner tatsächlich hier auch immer stärker anscheinend. Nein! Dammit. Ich dachte, ich konnte noch ausweichen. Schauen wir mal kurz. 3, 4, 3, 2. Na gut, dann hauen wir erstmal den, weil bei dem weiß ich, dass der irgendwie ein bisschen suspekt ist. Okay, der wirft auf Parade. Zeit für eine Rap-Party. Ultimative Fähigkeit. Fülle Bimos Ultimate leiste, indem er Gegenstände aus dem Rucksack verwendet. Wenn die Anzeige voll ist, kannst du eine Tanzparty auslösen, mit dem das Team kuriert, geheilt und geboostet wird. Geil! Na, das ist doch mal eine harte Nummer. Aber nichts, was wir jetzt gerade wirklich brauchen. Was hat denn der hier für ein Bimo-Apps? Was hat er denn? Analysieren, Excel. Schrecklich lauter Mega-Alarm. Und... Dominiert, Excel. Nee. Bimo greift einfach irgendwie diesen Dude hier an. Mal gucken, wie viel Schaden er macht. 15. Süß. So, Jake klatscht nochmal auf den Dude drauf. Und Finn darf jetzt hier... Nämlich ein Ultimate krass mega Hammer-Hit hinlegen. Auf den. Au. Nicht auf Bimo hauen. Smack. Jetzt übertreibt er hier aber. Hm, das gefällt mir. Jetzt könnte Bimo vielleicht sogar schon direkt ein Level abbekommen. Nee, aber fast. Er ist schon Stufe 2, das ist gut. So. Nee, also nichts, wo ich sagen muss, das bringt was. Also, ich würde jetzt vorschlagen, wir bewegen uns wieder zurück auf unser Bötchen. Welches hier hinten ist. Genau, da ist es. Zock. Und zack. Oh, Bimo sieht aber gar nicht gut aus. Wenn ich mir so das Bild von Bimo angucke, welches ich mit meinem wunderschönen Gesicht verdecke. Aber jetzt seht ihr es. Das ist ein bisschen. Die Gesichter ändern sich halt eben halt. Und Bimo sieht gerade eben ein bisschen dolle ramponiert aus. So, zum Candy Kingdom müssen wir anscheinend nochmal. Weil die gute Prinzessin Bubblegum gerade ein bisschen in Not ist. Aber das sehen wir uns erst in der nächsten Folge an. Bis denn!